Hoch über Saragossa erhebt sich die Statue von König Alfonso I., der vor rund 900 Jahren die Stadt von den Mauren eroberte. Ab dann herrschten die Christen im Königreich Aragonien. Die barocke Basilika del Pilar am Fluss Ebro ist das Wahrzeichen Saragossas und Pilgerstätte für Menschen aus aller Welt. Carlos Ginés Horta stammt aus Saragossa und hat die Geschichte seiner Heimatstadt studiert. Aragonien hatte zwei Blütezeiten. Zuerst im 11. Jahrhundert dank der drei Kulturen, der maurischen, der jüdischen und der christlichen, die sich hier gegenseitig beeinflussten. Und dann im 16. Jahrhundert. Damals war der Ebro schiffbar und es wurden Waren auf kleinen Booten vom Mittelmeer bis in den Norden Spaniens transportiert. Die unterschiedlichen Epochen spiegelt auch der Stilmix in der Architektur wider. Der Aljaferia-Palast aus dem 11. Jahrhundert zeugt davon, wie mächtig die Mauren einst waren. Er wurde nach dem Muster arabischer Wüstenpaläste gebaut und war Vorbild für die Alhambra in Granada. Die Mauren brachten das Papier nach Al-Andalus. Das war der Name für Spanien. Papier gab es vorher in Europa nicht. Sie führten auch die Algebra ein. Wir benutzen ja die arabischen Zahlen. Und auch die Idee, dass es eine Null gibt, brachten die Araber aus Indien mit. Von dort stammt auch das Schachspiel. Das erste Land in Europa, an dem man Schach spielte, war Al-Andalus. Als die katholischen Könige die Herrschaft von den Mauren übernahmen, ließen sie den Palast erweitern. Hier der Thronsaal. Zu internationalem Ruhm brachte es der Maler Francisco de Goya. Geboren 1746 in der Nähe von Saragossa, verbrachte er seine Jugend und Lehrjahre in der Stadt. Das Museum in Saragossa ist das einzige, das eine vollständige Sammlung von Goyas Radierungen besitzt, in denen seine Fantasie besonders stark zum Ausdruck kommt. Oft sieht man als Bildhintergrund eine sehr trockene Landschaft, die der des Ebro-Tals ähnelt. Oder man meint auch den Wind zu spüren, der so typisch für unsere Gegend ist. Auffällig im Stadtbild sind die vielen Konditoreien mit Schokoladenspezialitäten und kandierten Früchten. Bei einer Führung erfahren Besucher, was es mit der süßen Tradition auf sich hat. Es gab nämlich ein Kloster in der Nähe von Saragossa, in dem man zum ersten Mal in Europa Schokolade probierte. Mönche hatten sie aus Mexiko mitgebracht. Das war 1537. Die sogenannte Speise der Götter wurde anfangs als Getränk genossen. Über die Mönche hat sich die Schokolade dann von Kloster zu Kloster verbreitet. Und dann auch über die Grenzen hinaus nach Frankreich, Deutschland, Belgien. Und so hat sich die Kultur der Schokolade entwickelt. Wer eher deftigere Speisen liebt, kann in der Altstadt von Tapas Bar zu Tapas Bar ziehen und jedes Mal etwas Neues entdecken. Mehrfach bei Gourmet-Wettbewerben ausgezeichnet wurden die Tapas von José Robles. Ich habe hier Kaninchen mit Gemüse, Leber mit Herbsttrompetenpilzen, dann gibt es Ei mit weißem Trüffel aus Piemont, Kabeljau klassisch mit Olivenöl, gekochter Kartoffel und Knoblauchmayonnaise. Hier haben wir Ente in Rotwein, gegart mit Gemüse. Das ist alles klassische Küche. Natürlich macht das viel Arbeit, aber so ist das, wenn man Gutes essen will. Der Besuch einer Tapas-Bar mit Freunden gehört in Saragossa einfach dazu, um den Tag ausklingen zu lassen.